oaad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge. Diese Folge wird am 2. Mai am Abend aufgenommen und wird für euch am 3. Mai zur Verfügung stehen. Ein kleines Wort vorweg, bevor ich zur App komme. Morgen, also am 3. Mai, beziehungsweise heute, wenn ihr die Folge hört, wird bei uns hier der... was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Nee, wird der Internetanschluss umgeschaltet. Neuer Anbieter zu 1&1 wird gewechselt. Ich hoffe, das klappt morgen alles und dass ich dann Internet habe, um neue Folgen veröffentlichen zu können. Also ich produziere heute 2 vor. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das klappt. Kommen wir zur App, eine Android-App, der App Tingles ASMR, Schlafgeräusche zum gut Schlafen. Erforderliche Android-Versionsnummer 4.1 oder höher. Aktuelle Versionsnummer der App 2.14.1. Die App an sich ist gratis. Es gibt merkwürdige In-App-Käufe von 99 Cent bis 239,99. Angeblich bin ich allerdings noch gar nicht drauf gestoßen. Und bei 3.141 Gesamtbewertung, eine Durchschnitt, Sternebewertung von 3,9 Sternen. Alle deine Lieblings-ASMR-Künstler in einer dedizierten ASMR-App. Tingles lässt sich ASMR-Videos auf deinem Handy genießen. Folge deinen bevorzugten ASMR-Künstlern und speichere Videos als Favoriten ab. Tingles enthält all die besten ASMR-Künstler, kurierte Trigger-Playlists und eine mächtige Suche, um schnell alles zu finden, wonach du suchst. Du kannst auch zuhören, während die App im Hintergrund ist oder wenn dein Bildschirm ausgeschaltet ist. Nutze den Sleep-Timer, bevor du schlafen gehst, um deinen Akku nicht zu verbrauchen. Die neuesten Videos von all den besten ASMR-Künstlern. Folge deinen bevorzugten Künstlern. Speichere Videos als Favoriten ab. Kuratierte soll das wahrscheinlich heißen eigentlich. Trigger-Playlists. Suche nach Künstlervideos und Triggern. Höre im Hintergrund oder wenn der Bildschirm aus ist. Sleep Timer. Ich persönlich höre ziemlich gerne ASMR. Das ist dieses, so mit Flüstergeräuschen oder irgendwie Crinkle-Geräuschen oder sowas. Mag ich persönlich gerne auch. Hilft es mir tatsächlich beim Einschlafen, wenn ich mal nicht gut einschlafen kann. Da war ich ganz froh über diese App eigentlich. Besonders, weil man im Hintergrund halt hören kann, wenn man mal nicht ein Video sehen will. Das stört ja dann doch bei der YouTube-App. Ja, ich weiß, es gibt auch FireTube oder sowas, aber ja. Mein einziges Problem mit der App ist tatsächlich, es gibt keinen einzigen ASMR-Künstler in dieser App, den ich gerne höre. Alle die, die ich gerne höre, sind da nicht drin, nützt für mich also gar nichts. Den Job macht die App gut. Man kann halt auch wirklich direkt nach den Triggern suchen und sowas sehr, sehr Schönes. Aber leider nein. Wird wieder gelöscht, beziehungsweise wenig benutzt und ich lasse ihn noch drauf und gucke mal, ob dann noch irgendwie Updates kommen und es damit besser wird, für mich jedenfalls. Aber wie gesagt, die App an sich macht genau das, was sie soll. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.